Hallo. Hallo im Kribbig TV. Heute geht's ruckzuck. Ich mache eigentlich mein Lieblingsessen und vielleicht sogar das Lieblingsessen von der Juma, die die Titelmelodie gemacht hat. Und zwar mache ich Nudeln mit Tomatensauce und einen Gurkensalat. Wir bleiben vegan. Hört sich langweilig an, ist aber unglaublich lecker und macht richtig Spaß. Heute gibt's mein Lieblingsessen. Also mein Lieblingsessen sind zwei Versionen. Einmal Nudeln mit Tomatensauce oder Nudeln mit Bolognese. Beides eigentlich der gleiche Grund. Und ich finde das Thema Tomatensauce sehr interessant, weil ich glaube, jeder mag Tomatensauce. Es hört sich langweilig an, aber es gibt wirklich viele, viele zu kaufen. Ich finde, es lohnt sich nicht. Man macht richtig schnell eine leckere, einfache, schöne Tomatensauce, wo keine Zusatzstoffe drin sind, wo du genau weißt, okay, ich kann sie scharf machen, ich kann noch Minze mit reinmachen, ich kann auch wie auch immer. Und ich zeige euch meine Version und ich liebe dieses Essen. Es ist ein schnelles Essen, man kann es zwischendurch machen, man kann es für die Kinder machen. Lecker! Also, Nudeln mit Tomatensauce, dazu gibt es einen Gurkensalat und ich will euch zeigen, das Wasser kocht. Ich habe hier eine Pasta gekauft, extra nur Hartweizen, kein Ei mit drin, also wie gesagt, wir bleiben da auch vegan. Ich will euch zeigen, wie wir in der kurzen Zeit, wie die Pasta brauchen, also ich schmeiße die Pasta jetzt rein und in der Zeit, wie die Pasta fertig kocht, mache ich eine leckere Tomatensauce und es ist genauso schnell, wie wenn ich jetzt eine gekauft öffnen würde und erwärmen würde, nur viel leckerer. Also ab, Pasta rein. Einfach natürlich die Nudeln in Salzwasser kochen, ein bisschen bissfest lassen. Auf der Packung steht ja immer drauf, wie lange man es kochen sollte. Ich mache immer eine Minute weniger, weil ich es immer sehr gerne mit ein bisschen mehr Biss habe. Gut, dazu mache ich dann eine Tomatensauce. In die Tomatensauce kommt Karotte, kommt Zwiebel mit rein. Und das ist eigentlich schon alles. Und natürlich Tomaten, logisch. Aber man kann es auch noch mit Chili arbeiten, man kann noch Ingwer, man kann noch Knoblauch reinmachen. Ich selber vertrage keinen Knoblauch, deswegen lasse ich meistens den Knoblauch weg. Und ich finde, jetzt mit Chili arbeiten muss ich jetzt auch nicht unbedingt, denn ich will euch einfach den Grund zeigen, auf den ihr dann aufbauen könnt. Also hier einfach den Topf anmachen, Olivenöl hernehmen, auch wenn ich immer sage, nicht mit Olivenöl anbraten, aber bei einer Pasta oder bei einer Tomatensauce muss man es mit Olivenöl anbraten, weil schon nur der Geruch des Olivenöls einen an Italien erinnert und darum geht es ja eigentlich auch. Genau, die Zwiebel einfach klein schneiden. Hier ist es jetzt nicht wichtig, dass ich die super fein schneide oder dass ich hier mich verkünstle, sondern hier ist einfach nur wichtig, dass die Zwiebel irgendwie klein ist. Und das ist auch schon wieder praktisch, weil man muss nicht der Zwiebel Gott sein, Zwiebelschneide Gott sein, sondern man kann die einfach hier reinschmeißen. Wenn man Knoblauch benutzt, jetzt Knoblauch auch dazugeben. Wenn man mag, kann man auch ein bisschen Ingwer mit reinmachen, man kann Chili mit reinmachen. Wenn man auf Gewürze wie Pfeffer oder Curry oder so steht, das würde ich erst ein bisschen zum Schluss reinmachen, weil wir die Soße ja reduzieren lassen und nicht, dass es zu stark wird. So, auch die Karotte einfach irgendwie in kleine Stücke schneiden, dass man die wunderbar mit anbraten kann. Und die Karotte gibt so eine leichte Sämigkeit noch dazu. Wir wollen jetzt eine Tomatensauce machen, die nicht jetzt 12 Stunden kocht. Was auch sehr lecker ist, aber die Zeit hat man ja oft gar nicht mehr. Deswegen lieber mal hier ein schnelles Gericht. So, die Karotte hier kriegt schon schön Farbe. Die Zwiebel hat schöne Farbe. Das Ganze ein bisschen durchschwenken. Schon mal ein bisschen weich werden lassen. Ich gebe jetzt ein bisschen Zucker dazu. Zu Tomate passt immer super Zucker. Also Tomate hat eigentlich relativ viel Säure. Und der Zucker tut das Ganze abrunden. Und vor allem, wenn ich den beim Anbraten gleich mit dazugebe, mit den Zwiebeln und mit den Karotten, dann karamellisiert der ein bisschen und ist einfach ein super Geschmack. Ein bisschen Salz. Mit dem Salz ein bisschen sparen am Anfang, lieber nachwürzen. Weil wenn es von Anfang an versalzen ist, kann man ja, das nicht mehr so richtig retten. Dann habe ich jetzt hier Tomaten gekauft, und zwar stückige Tomaten. Man kann auch eine Dose kaufen, zum Beispiel, wo Schältomaten drin sind. Man kann jetzt frische Tomaten nehmen. Aber ich habe mir gedacht, heute soll es ein bisschen schneller gehen. Also eine Dose mit stückigen Tomaten mit dazu. Jetzt ein bisschen Wasser drauf geben. Auch hier kann man jetzt Wein benutzen. Ich zeige euch einfach eine Grundversion. Ich nehme jetzt ein bisschen Wasser und lasse das Ganze jetzt weich kochen. Das Wasser verdampft wieder. Danach habe ich wirklich den vollen Tomatengeschmack. Ich habe hier noch ein bisschen Tomatenmark. Das werde ich auch mit dazu geben.
Das Tomatenmark kann man mit anbraten. Viele sagen dann, oh, es wird so bitter, man kann es jetzt mit reinmachen. Ich finde, das muss jeder selber wissen. Ich gebe es immer danach so ein bisschen mit rein, damit es das Ganze abrundet. Das lassen wir jetzt kochen. In der Zwischenzeit zeige ich euch, wie man ein ganz einfaches Salatdressing macht. Und ich mache jetzt einen Gurkensalat. Und zwar einfach einen hellen Essig hernehmen. Da kann man auch einen Weißweinessig nehmen, einen Apfelessig nehmen. Einfach, ich finde es immer ein bisschen schöner, wenn man jetzt einen Gurkensalat macht, dass man keinen dunklen Essig hier nimmt, weil es einfach vom Optischen her ein bisschen feiner ausschaut. Senf finde ich sehr wichtig bei einem Salatdressing mit dazugeben. Dann auch hier Salz, Zucker. Da kann man jetzt auch sehr gerne ein bisschen Honig mit reinmachen oder Agavendicksaft. Olivenöl. Und ich würde heute gerne vegan bleiben. Ich habe jetzt hier einen veganen Mandelquark besorgt. Das gibt mir noch mal so ein bisschen einen Touch zum Gurkensalat dazu. Weil Gurke und Rahm ist ja so der Klassiker. Aber wir bleiben heute beim Mandelquark. Und die Mandel gibt so einen leichten, nussigen Geschmack. Und das liebe ich einfach, wenn man das dann im Salatdressing noch mit drin hat. Und wie gesagt, es ist vegan. Und vegan kochen ist nämlich sehr einfach und sehr, sehr schön. Dann verrühre ich das Ganze. Schau, dass ich eine Bindung kriege. Bei dem Salatdressing ist es wichtig, dass man immer so eine Ausgewogenheit hat zwischen Säure und Salz und Zucker. Zucker finde ich sehr, sehr wichtig, deswegen kann man schon ein bisschen das Salatdressing ein bisschen süßer halten. Und gerade bei Gurke finde ich es eigentlich ganz gut, wenn da so ein bisschen nicht so essiglastig ist, sondern wenn so ein bisschen der Zucker und in dem Fall jetzt der Mandelquark ein bisschen spielen. Die Gurke kann man jetzt raspeln oder wenn man ein gutes Messer hat, einfach fein runterschneiden. In der Zwischenzeit kann man mal kurz nach den Nudeln schauen, weil die müssten es auch schon fast haben. Das ist für die Juma jetzt. Die Juma isst so gern Gurkensalat und das freut mich jedes Mal. Ich weiß noch nicht, ob die den veganen mag, aber sollte mal probieren dann. So, den Gurken einfach hier mit rein. Schön verrühren. Gurken, Tomaten und Pasta. So einfach und so lecker zusammen. So, jetzt schauen wir mal kurz nach den Nudeln. Die haben es schon gleich. Wichtig ist, dass die Karotten schön weich sind, weil ich will das Ganze noch mit dem Zauberstab mixen, dass es nicht so stückig nachher ist, sondern dass die Karotten auch die Cremigkeit dazugeben und natürlich die Tomaten als Hauptgeschmack mit dabei bleiben. Jetzt habe ich hier noch ein paar Kräuter stehen. In Gurkensalat natürlich ein bisschen Dill mit reinmachen und danach machen wir noch ein bisschen Petersilie in die Tomatensauce mit rein. Die Dill schneide ich einfach klein, den kann man auch zupfen mit dazu. Schneide ich noch ein bisschen Petersilie, die können wir dann in die Tomatensauce mit reinmachen. Das probiere ich mal. Die Soße, weil wir haben sehr wenig Salz dazu gegeben und deswegen will ich jetzt mal schauen, oh, lecker, dass man nur noch ein bisschen Salzmittel abschmeckt. Ich finde es sehr gut, wenn man zum Schluss noch mal so ein bisschen Olivenöl dazu gibt, dann hat man den Geschmack vom Olivenöl mit drin. Jetzt mache ich das Ganze aus. Vom Kochen her langt es eigentlich jetzt schon. Natürlich kann man das jetzt noch mal eine halbe Stunde kochen lassen, aber wenn es schnell gehen soll, langt es schon. Und wenn es Sauerei gibt, man kann das Ganze nämlich auch in so eine sowas reinmachen. Vielleicht ein bisschen besser. Und dann kann man es besser mixen. Es gibt nicht so viel Sauerei. Hier schaut es wieder aus. Das ist gut. So. Zeige ich das mal hier. Ruckzuck, eine cremige Tomatensauce. Mal probieren. Die Pasta ist jetzt auch fertig. Immer ein bisschen mehr Biss lassen. Und einen Teller. Brauchen wir jetzt auch noch. So, müssen wir das Ganze hier noch abgießen. Oh.
schreckt die Nudeln nicht ab, weil wir sie ja natürlich gleich essen. Gib die mit dazu. Bisschen Olivenöl auch mit drauf geben. Meine Soße. Da hat man in 10 Minuten so ein leckeres Essen. Vegan, lecker und wie gesagt, eins meiner Lieblingsessen. Jetzt kann man noch, wenn man nicht Veganer ist, Parmesan schön mit drauf machen. Wie gesagt, mit Chili und Pfeffer arbeiten. Und du hast alles in kurzer Zeit in einem Teller.